sage, sie haben mir mal in Lugano vor ein paar Wochen, als ich sie besucht habe, gesagt, einen sehr schönen Satz, den ich eigentlich bis jetzt noch nicht vergessen habe. Der lautet sowas wie, um Meister zu sein, muss man sich ganz aufgeben können. Ja. Wie haben Sie das gemeint? Wie meinen Sie das? Ich denke ja nur zum Beispiel an meiner Filmakademie, wo ich manchmal doch das Gefühl habe, dass ich in der Schule eigentlich überhaupt keinen Meister habe. Also eigentlich überhaupt keine Leute, die in der Lage wären, sich selber ganz aufzugeben. Und der Begriff dann Meister irgendwo dann aufnehmen zu können. Wie Sie es irgendwo doch für uns sind. Ich weiß nicht, ob ich für euch ein Meister bin, das ist eigentlich eine schreckliche Empfindung, ein Maestro zu sein, nicht wahr? Und das ist so, da denke ich an Karajan und solche Leute. Ich bin eigentlich weit entfernt davon. Ich betrachte euch alle, das wisst ihr doch, als Kollegen, und das ist ja überhaupt doch die Aufgabe der ganzen Sache, euch zu zeigen, wie man einen richtigen Film macht, an einem winzigen Objekt en Miniatur vorzuführen, wie man einen großen Film macht. Natürlich, bei einem großen Film geht es anders zu, notwendigerweise, weil sie einen größeren Anlauf haben, größere Szenen. Sie haben, hier ist alles gedrängt. Dies ist der beste Vergleich ist eine Novelle, eine kleine Novellette sogar, nur verglichen mit einem Roman. Also, das ist die Tür, durch die der Schauspieler endgültig hereinkommt. Nicht wahr? Nun, der beste Angle wird natürlich sein, von hier, dass man genau drauf schießt und so weiter. Also, ich möchte diese Seite wahrscheinlich am meisten favern. Die Ecke dort, die wird ja noch irgendwie möbliert werden, wird auch für etwas Gebrochenes kommen. Nicht wahr? Nun möchte ich vielleicht. Also wir haben zunächst Mittagslicht, ja. Und das geht langsam dann in eine schnelle Dämmerung, ja. Wie in diesem im Süden, nicht wahr? Das verhältnismäßig kurz. Es geht hier alles auf Widerstand, nicht wahr? Ja. Das Licht, ich meine, ja. Das können Sie graduell verwenden. Ja. Nun möchte ich da also etwas, also ein Licht einfallen. Irgendetwas, da müssen Sie sich etwas zimmern lassen. Ja. Da ist kein Fenster, dass wir so einen Fensterkreuzschatten darauf haben, wenn der schon hereinkommt. Denn wenn Sie mal schauen wollen. Also wenn sie hier herauskommt, dass sie dann in diesen Korridor hinein verschwindet, nicht wahr? Und irgendwo da stelle ich mir dann, wenn sie weggeht, einen Schuss vor, der mal ein langer Schuss ist. Und irgendwie das ist schon fast Nacht, schon sehr dunkel, nicht wahr? Dass da irgendwo bringen sie mir eine kleine Lampe an oder so etwas, dass da ein Lichtfleck ist. Aber sonst, dass diese Figur also sich fast auflöst, nicht wahr? Im Dunkeln, nicht wahr? Im Schatten, nicht wahr? Ist das also hier ungefähr die Großaufnahme hier? Je nachdem, wie das haben, nicht wahr, stattfindet, und dass dann wenn sie also hier weggeht, nicht wahr, durch ein irgendwie unbestimmtes Licht dort geht, nicht wahr, und
Vielleicht könnte man den Effekt nochmal aufnehmen von diesem Licht, was da draußen blinkt. Dass man annimmt, dass hier auch ein Fenster ist. Wunderbar. Und dass da was reinblinkt. Natürlich. Dass man das nochmal aufnimmt. Wunderbar, sehr gut. Sie haben gesagt, dass dem deutschen Film die Internationalität mangelt. Wie würden Sie die denn definieren? Was ist international? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, also das ist meine persönliche Ansicht, dass es eigentlich zuallererst einmal an einem Willen zur Internationalität fehlt. Man will deutsche Filme machen und man richtet sich aus auf ein deutsches Publikum, was zunächst einmal vielleicht als sehr vernünftig erscheint, nicht wahr? Das ist das sichere Publikum. Aber ich kann Ihnen einmal eine Geschichte erzählen, die mir in Hollywood passiert ist und die vielleicht bezeichnend dafür ist. Ich hatte einen Vertrag bei Warner Brothers zuerst, nicht wahr? Ich war damals in Holland und machte in Holland einen kleinen Film, das war nach meiner Emigration. Und mich erreichte ein Kabel von Warner Brothers, sie hätten meinen Film zu Neuen Ufern in New York gesehen, hätte ihnen gefallen und ob ich mit ihnen abschließen wollte. Also ich wollte abschließen, natürlich, ich wollte nach Amerika sowieso und kam also an bei Warner Brothers, sah den Chef der Firma, Jack Warner, und der mir dann als erstes sagte, nach einem längeren Gespräch, er sagte, hören Sie, Sie sind ein goddamn foreigner, you don't know your way yet, here in the film industry. Wir machen Filme, um es zu übersetzen, nicht für Amerika. Wir machen auch Filme für Amerika. Wir machen sie in amerikanischer Sprache und haben amerikanische Themen und so weiter. Aber 50% unserer Einnahmen kommen aus Amerika. Das genügt nicht, um einen Film zu amortisieren. Die übrigen 50% müssen wir aus der Welt haben. Wir sind international. Sie müssen Filme machen für, also sagt er, um mal extrem zu sein, für Kalkutta, für Uruguay, für Paris und auch für Amerika natürlich. Und nicht nur für New York, vielleicht, wie Sie denken. Jedermann denkt, New York ist Amerika, New York ist am allerunwichtigsten im Film. Sie müssen auch für die kleinen Leute in Amerika Filme machen können. Für irgendeinen kleinen Ort, für Van Nuys, das war mal damals eine kleine Stadt bei Los Angeles, nicht wahr? Mit anderen Worten, Sie müssen Filme machen für die Welt. Ich sage, was heißt das für die Welt? Das ist sehr schwer. Er sagt, nein, Sie müssen Filme machen für den Menschen. Die Menschen sind sich überall ziemlich gleich. Die Menschen interessiert immer das, was den Menschen angeht. Und der Mensch ist im Grunde nicht verschieden, nicht so sehr verschieden. Das müssen Sie verstehen. Machen Sie nicht Themen, die Sie selber so sehr interessieren. Machen Sie Themen, von denen Sie fühlen, das wird irgendjemanden in Amerika, das wird Südamerika, Nordamerika interessieren, in Malaysia, was weiß ich. Und ich glaube, dass das eigentlich ist, was in Deutschland am meisten fehlt.
Das Drehbuch für Bourbon Street Blues folgt einem kurzen Theaterstück von Tennessee Williams, das Douglas Sirk mit Studenten adaptiert hat. Die kurze Geschichte spielt im New Orleans der 40er Jahre. Mrs. Wire besitzt eine der zahllosen billigen Absteigen in Bourbon Street, im schäbigen French Quarter. La Habanera Inn heißt die Pension, von der ein Flur und ein Zimmer gebaut werden. Das amerikanische Publikum ist nicht so pingelig, nicht wahr? Das amerikanische Publikum will in erster Linie fasziniert, unterhalten sein, will irgendetwas meinetwegen Sensationelles sehen, nicht wahr? Es will etwas Neues sehen. Saturday Night Fever ist ein neuer musikalischer Film. Musikalische Filme hat es endlos gegeben. Es will ein neues Thema, einen neuen Stil sehen. Und das Publikum wird gehört. Und das wird mit einer großen Vitalität durchgeführt. Die ist ungeheuer in Amerika immer noch. In jedem Geschäft in Amerika gilt das. Vor allem vital sein, vor allem durchdringen wollen. Das fehlt vielleicht den deutschen Filmen. Die sind zu sorgfältig, zu bemüht um eine Form, um eine Schönheit, um eine künstlerische, möchte sagen, eine künstlerische Exklusivität oder so etwas. Ich weiß nicht, es hat zu tun mit dem Wort Vitalität. Und das ist eigentlich das Wesentliche beim Film. Bei diesem Licht sieht es natürlich schrecklich aus. Aber wenn das, ja, wenn das dann richtig schön da hier durch die Jalousien bricht. Ja, ja. ja. Aber dieser Eisschrank dahin, der ist mir zu weiß und so. Dann habe ich gleich das Gefühl, da muss was stattfinden dort. Ja, und das Bosch ist nicht so gut. Das Bosch ist nicht so gut. Ich will Ihnen sagen, eigentlich brauchen wir den gar nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn das wäre. Wir stellen ihn halt hin. Wir können ihn auch an die Seite stellen, dann fällt so. Wenn man ihn steht aber vor dem Fenster. Wenn er wenn er dorthin käme, das ist viel fotografisch viel interessanter, nicht? Dieses so ein Ding hier. Wird ihn ganz rauslassen. Ja, ich das sagt er ja auch. Das hat sowas von zum irgendwas auch. Luxusappartement mit Eisschrank und Altschikanen. Ja. Ich glaube, dass das gar nicht so vornehm ist hier. Man hat auch ein bisschen mehr Platz. Nimmt den weg, ja. Dies gibt im Ganzen so, wenn ich nur das sehe, habe ich das Gefühl, das fotografiert sich nämlich schöner, dass das eigentlich ganz ordentlich ist. So ja. Mit den grünen Vorhängen, die könnten noch Samt sein oder sonst was. Diese Vorhänge haben einen Vorteil für uns. Dass unsere eigenen sind, die wir also jetzt unheimlich bearbeiten können. Während der Stoff vom BR, den dürfen wir dann irgendwie überhaupt nicht bearbeiten. Und das bleibt das einzige Licht im Raum drin, was es gibt. Ja, eine Birne, hat man gesagt, wollten wir noch hinhängen. Eine Glühbirne. Drüber. Und den Ventilator. Was ist mit dem Ventilator, ja.